Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone Kartenchaos Video. Mein Name ist Rotmac und wir haben diese Woche mal wieder 2 gewinnt. Standard. Der Gastwirt fragt sich, welche beiden Standardkarten sich am besten ergänzen. Zeigt es ihm, wählt 2 Karten und spielt mit einem ganzen Deck nur davon. Ja, ein normales Kartenchaos, das wir auch schon das eine oder andere Mal hatten und das ich extrem gerne habe, denn in dieser Woche könnt ihr eure Helden gut leveln. Ja, ihr könnt hier die Leute, die Helden noch nicht auf Level 60 haben, ich glaube 60 ist das höchste, ne? Die können jetzt heute hier gut leveln, weil die Spiele gehen relativ schnell. Und ich werde diese Woche auch zu mehreren Klassen ein Video machen. Das soll bedeuten, ich denke mal so 4-5 Videos, na sage ich, 3-5 Videos werde ich diese Woche sicherlich machen zu verschiedenen Klassen. Und wir beginnen mit dem Magier, ja, ein Deck, das sie immer sein muss, ne? Bei 2 gewinnt, das muss einfach sein. Wir haben hier einmal Arkane Geschosse und natürlich einmal Mana-Würm. Und so können wir schön pushen und auch schön Schaden machen. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie das Ganze funktioniert in der Praxis. Ich hoffe, die Spiele gehen nicht allzu schnell, damit wir dann doch so zwischen 5 und 10 Minuten so ein Video haben. Denn meistens, ja, geht das relativ zackig. Wir werden mal schauen, wenn der Gegner aufgeben sollte, zu schnell, oder wir zu schnell auf die Fresse gekriegt haben, dann werden wir vielleicht, ich sag mal, ein Best of 3 machen, ne? Bei jeder Klasse. Kann ich mir gut vorstellen, denn die Spiele gehen echt schnell. Jaina gegen Jaina. So, Mirror Match. Beziehungsweise 2 Jainas da. Ob es ein Mirror Match ist oder nicht, wissen wir noch nicht. Und wir haben jetzt relativ viele Arkane Geschosse. Ich möchte jetzt gerne 2 hier rausnehmen. Ich möchte mindestens noch einen Mana-Würm haben. Okay, geht in Ordnung so, ne? Wir haben die Münze, wir haben 2 Mana-Würm und 2 Arkane Geschosse, damit kann ich arbeiten. Und er spielt das Gleiche. Unglaublich, wirklich Mirror-Match. Also ich gehe davon aus, dass da auch Arkane Geschosse mit ins Spiel drin sind. Wir hauen jetzt erstmal beide Mana-Würms raus. Das heißt, einer ist bereits auf 2-3, einer ist ein 1-3er. Er hat jetzt 2 Mana. Die Frage ist jetzt, wird er noch ein Mana-Würm raushauen und ein Arkanes Geschoss? Oder? Wenn er überhaupt Arkane Geschosse hat, ne? Er hat Spiegelbild. Behaupte ich jetzt zu meinem Vorteil. Wird mein Vorteil sein. Behaupte ich jetzt mal. Denn, ja. Wir haben halt mehr Schaden, ne? Wir haben jetzt definitiv mehr Schaden. Ich hau jetzt erstmal den weg. Und... ja, da hauen wir auch schon mal einen drauf. Und jetzt schauen wir mal, wohin der Schaden hier überall geht. Ja, sehr gut. Ja, wäre schön, wenn wir hier noch einen weghauen könnten. Perfekt. Perfekt. Klar, er kann jetzt mit seinem Feuerschlag hier den einen wegmachen. Aber wir haben jetzt bereits einen 4-3er da. Auch wenn er jetzt wieder ein Spiegelbild spielt. Na, er gibt auf. Er gibt auf. Also, da haben wir schon mal... haben wir schon mal gut gemacht. Ich habe ja auch überlegt, mit Spiegelbild zu arbeiten. Aber mit Arkane Geschoss haben wir definitiv einen Vorteil. Muss man so sagen. So, das ging jetzt zu schnell. Wir machen Best of 3, ne? Wir machen Best of 3. Heißt, einen Sieg haben wir bereits. Wenn wir noch einen zweiten machen, dann ist das Ding vorbei. Wenn wir jetzt verlieren, dann müssen wir noch ein Spiel machen. Aber wir verlieren nicht. Wir verlieren nicht, Freunde. Wir machen das jetzt hier klar. Ich würde sagen, wir könnten jetzt bei jeder Klasse, die ich hier... da wo ich ein Deck dazu mache, also ein Deck dazu mache, ist auch übertrieben, ne? Wo ich halt hier ein Video mache, machen wir Best of 3. Machen wir jetzt so, ne? So, gegen Thrall. Vielleicht sehe ich bei ihm gerade was, was ich dann kopieren könnte. Ja, wer weiß. Ich habe schon Ideen für einen Hexenmeister und für einen Paladin ganz bestimmt. So, die beiden kommen auch erstmal. Ich mache mal alle 3. Da kommt sicherlich 1-2 Arkane Geschosse kommen nochmal raus dabei. Ja, okay. Die Münze haben wir auch, also alles in Ordnung. Grüße. So, Imba Timba. Ah, der hat keine Dünkel hier, wenn er sich Imba Timba nennt. Mal schauen, ob er so Imba ist. So, was willst du mir denn hier zeigen, Imba Timba? Er ist schon nervös, ich spüre das. Trübsetzital. Mal sehen.
Verursacht 2 Schaden, wenn euer Deck nur Karten mit der geraden Kosten enthält. Gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so dumm, mein Lieber. So, da könnte man natürlich auch mit Tessa und so ein gutes Deck machen, ne? Ich hab da auch schon wieder Ideen, aber später. Später kommen wir dazu. So, jetzt machen wir erst einmal hier. Hauen wir den noch raus. So. Und dann hauen wir ein arkanes Geschoss raus, beziehungsweise wir machen das so, ich will. So. Genau. Alles klar. So, ich wollte ja jetzt hier, einen musste ich zwar opfern, aber wir haben genug Schaden raus. Ne? Er hat jetzt relativ viele Karten draußen, muss man aber auch sehen. Und er kann so natürlich auch viel Schaden machen, ist gar keine dumme Idee. Gar nicht so dumm, mein Lieber. So. Und was machen wir denn Schönes? Wir könnten... Wir hauen jetzt wieder den zuerst, ne? Ich hoffe, ein Schaden geht da drauf, sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein Problem, sage ich noch. Aber machen wir nochmal. Jetzt aber genau, einen Schaden da drauf. Ah, ist jetzt nicht perfekt gelaufen. Er hat jetzt trotzdem... Er hat noch 5 Karten. Er kann jetzt 2 von diesen Zitteralen spielen. Heißt, einen der Mana-Würmer haut er mir weg. Ich glaube, das Spiel haben wir verloren. Das Problem bei dem Deck ist natürlich, dass man... Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Das Problem ist natürlich, dass wir hier nicht Karten nachziehen können. Ja, wir haben dann einfach mal irgendwann mal Probleme. Hier was nachzuziehen. Was hat er denn noch als zweite Karte drin? Ich habe nur eine Karte gesehen bisher. Das ist der Zitteraal. Ist die Frage, was hat er denn als zweites noch dabei? Würde mich interessieren, wobei da kann man jetzt alles spielen, ne? Gut gespielt. Totem raus. Ja, und jetzt haben wir verloren. Das können wir nicht mehr gewinnen. Ja, wir machen. Solange wie es geht, halten wir jetzt noch ein bisschen aus hier. Wir geben ihm den Sieg nicht, wir geben nicht auf. Nein, nein, nein. So, man könnte jetzt eigentlich aufgeben. Oh, was hat er als zweites? Nymphe der Hexenwaldes. Zieht aus eurem Deck den Diener mit den niedrigsten Kosten. Na gut, aber da gibt es bessere Kombinationen. Also ganz ehrlich, die Nymphe ist jetzt wirklich nicht so für viel. Okay, wir geben jetzt auf. Das geben wir auf, das können wir machen. Wir wollen das nicht in die Länge ziehen hier. Ist auch das Schöne, ne? Selbst wenn man mit diesem Deck verliert, es geht relativ schnell. Also wirklich, dieser Modi oder dieser Modus ist extrem gut, wenn ihr hier eure Klassen ein bisschen pushen wollt, ein bisschen leveln wollt, falls ihr noch nicht auf 60 habt. Das geht so schnell. Also kann ich nur empfehlen. Leider zählen die Siege da nicht für die 500 Siege, damit ihr dann das Goldporträt bekommt. Geht leider nicht, aber ihr könnt halt, wie gesagt, ein bisschen pushen. Ihr könnt auch Gold pushen, die Sau. Weil auch hier 3 Siege ergeben 10 Gold. Da könnt ihr das relativ schnell reinholen, ne? Das geht natürlich ruckzuck. So. Ein Mana-Wirm, 2 arkane Geschosse. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Ich hoffe jetzt, ich ziehe noch einen Mana-Wirm nach. Ja, sehr schön. Und auch als nächstes hätte ich gerne noch mal einen Mana-Wirm. Er hat einen Paladin. So, jetzt frage ich mich, ob er den Paladin spielt, den ich mir so ein bisschen vorgestellt habe. Ich kann es euch ja schon sagen, den Messerjongleur und auf in die Schlacht würde ich mich sehr interessieren, ob das funktioniert. Da kann man das Board schön füllen und ne, das würde dann Selbstläufer sein. Aber mal schauen, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Werde ich ganz bestimmt noch probieren in einem neuen Video. So, jetzt aber Prinz Marty. Ich musste was machen, weil im nächsten Zug habe ich schon bereits relativ viel Schaden draußen. Steinhöhenverteidiger, okay. Ja gut, da kann er natürlich jetzt, hat eine Vielfalt zur Auswahl. Ist von daher gar nicht mal so schlecht, weil man da halt wirklich auch Möglichkeiten hat, die man sonst nicht hat, wenn man nur 2 Karten im Deck hat. Aber ist ein bisschen langsam, wie ich finde. So, schauen wir mal. Schaden kriegen wir hier auf diesen. Okay, dann hauen wir den schon mal weg. So. Und wir lassen es erstmal so.
Denn wenn er nochmal einen Steinhöhenverteidiger spielt, dann möchte ich nochmal arkane Geschosse nutzen können. Um dem mindestens einen Schaden zu machen. Befolgt die Regel. Friedensbewahrer. Also die Kombo funktioniert nicht. Tut mir leid. Das funktioniert nicht, mein Lieber. Auf gar keinen Fall. So. Jetzt ist die Frage, wie viel Schaden machen wir denn? 1, 2, 3 mal 3 sind 9. 10, 11. Gut, so viel Schaden haben wir noch gar nicht, ne? Aber trotzdem, wir müssen jetzt mal was probieren. Zwei Schaden. Okay, dann kann ich den opfern. Geht in Ordnung. Sonst haut er mir da so einen großen weg dann. So großen halt, einen 3-3er. So. Hat er noch 12 Life. Wir haben draußen 11 Schaden plus die Heldenfähigkeit sind 12 Schaden. Würde genau aufgehen, wenn jetzt ein Steinhöhlenverteidiger spielt. Muss ich mir was einfallen lassen. Genau. Er hat aber jetzt auch nur ein offenes Mana, glaube ich, ne? Genau, da kann er nicht viel machen. Jetzt einmal arkane Geschosse und wir sollten das Ding gewonnen haben. Gut gespielt. Ja, danke. Selber auch. Diese Schlacht geht an euch. Voilà. Ja gut, gibt er halt auf, ne? Aber ihr seht, schnelle Spiele. Wir haben jetzt innerhalb von 10 Minuten 3 Spiele gemacht. Das geht hier ratzfatz. Wir haben wieder einen Sieg mehr. 2 von 3. Also bald gibt es wieder 10 Gold. Ihr könnt das, ich glaube, bis 100 Gold könnt ihr das machen pro Tag. Heißt, wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, hier richtig schön Gold zu scheffeln, womit wir dann wieder Kartenpackungen kaufen können. Und ja, gibt wieder Karten und sehr schön, ne? Sehr gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich gleich dran setzen und auch für andere Klassen noch ein Video machen. 2 zu 1 kann man sich geben, sind 66,6% Winrate. Kann man auch so sehen. Ja, der Magier macht so eigentlich Spaß, ist relativ fix und... Genau, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne einen Kommentar da lassen. Wie findet ihr den Magier? Wie habt ihr den Magier gespielt? Würde mich auch interessieren. Habt ihr eine andere Möglichkeit mit dem Magier? Und wer noch nicht hat, abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst hier auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmag. Ciao.